Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Heute mit der Fragestellung Ernährungsempfehlung. Was ist eigentlich richtig? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und zum Patientenfall zurück. Ihr Lieben, ihr wisst ja, plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr alles über diese ganzen Ernährungsempfehlungen, die es ständig gibt, die ständig überarbeitet werden oder überhaupt irgendwie an Empfehlungen, die so rauskommen, die ihr so hört, wo ihr da Schwierigkeiten habt oder was ihr komisch dran findet. Zur Patientin zurück. Der Patientin ging das tatsächlich genauso. Die fragte mich nämlich, es gibt so viele Ernährungsempfehlungen, so viele Mythen, was davon ist eigentlich richtig? Schwierig wird es immer, weil ganz viele Menschen in der Ernährung unterwegs sind und jeder Ernährungsempfehlung sozusagen gibt. Und daher muss man sozusagen immer so ein bisschen gucken, was zu einem persönlich passt. Manchmal sind es alte Empfehlungen, die sich hartnäckig halten, und manchmal sind es Teil aus Studien. Da muss man auch immer gucken, wo kommt die Studie überhaupt her, welchen Hintergrund hat die Studie überhaupt gehabt. Das wird ja häufig gar nicht weiter mitvermittelt, sondern man hat immer nur irgendeine Information, und ja, deswegen ist es häufig so schwierig, was ist da jetzt richtig. Ich gebe immer den Tipp, guckt, dass es personalisiert zu euch passt. Also, dass die Ernährung angepasst wird, wenn Krankheiten da sind, dass die Ernährung angepasst wird auf das, was ihr wirklich essen mögt, dass die Ernährung zu dem passt, wie ihr es überhaupt umsetzen könnt, weil einige Ernährungsempfehlungen sind ja auch nicht praktikabel oder passen nicht in die Lebenswelt von den Patienten. Und ich würde mir nicht immer nur einfach was überstülpen lassen, sondern immer erstmal hinterfragen und gucken, was der Sinn und Zweck der Geschichte ist. Es ist ja häufig so, habe ich mehrere Erkrankungen, wird es etwas schwieriger. Da muss man immer austarieren, welche Erkrankung wichtiger ist. Und häufig geht es ja dann auch darum, was der Kunde isst. Also da muss man immer so ein bisschen ableiten, oder was der Patient essen mag oder was überhaupt auch möglich ist. Man nennt das heute personalisierte Ernährung. Also wer richtig gute Ernährungsberatung macht, macht eine personalisierte Ernährungsberatung, und zwar auf den Patienten abgestimmt, zu den Bedürfnissen der Lebenssituation und natürlich auch zu den Krankheiten oder zu dem Gesundheitszustand. Und das ist häufig Herausforderung, weil viele Ernährungsempfehlungen, auch Ernährungspyramide, sagt uns ja nur einen Anteil. Dann gibt es ganz viele, die geändert wurden. Aber so richtig, ja, was eine Portion ist, weiß man dann am Ende auch nicht wirklich. Also personalisierte Ernährung mal im Kopf behalten für euch. Und nur weil irgendjemand eine Empfehlung immer raushaut, heißt es nicht, dass wir alles umsetzen müssen. Sondern wir müssen immer gucken, welchen Grund hat das und woher kommt der Mythos oder was ist da die Grundidee. Also fällt euch was ein an Fragestellungen, schreibt mir gerne. Ich hoffe, dass ihr ja einfach mal so ein bisschen einen Eindruck habt, dass eben Ernährungsberatung nicht einfach nur so dahingeredet ist, sondern am Ende gute Ernährungsberatung muss immer zu euch passen. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Kommt ja gut durch die Woche, und ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Sandra.